Seid ihr bereit für ausgefallene Bahninspirationen mit dem neuen Gravitracks Pro Element Releaser? In unseren 5 Fundstücken des Monats zeigen wir euch außerdem eine würdige Comeback-Bahn und ein spannendes Wettrennen um die Helix. Die Clips aus der Community bieten wieder jede Menge Action und kreative Ideen für eure Kugelbahn. Los geht's mit dem ersten Video aus dem Kanal von Kugelbahn. Hier steht das neue Gravitracks Pro Element Releaser im Fokus. Das Video startet mit einem One-Take aus der Vogelperspektive. Die mit der Zipline ausgelöste Kugel legt ab 2 Minuten und 12 Sekunden eine rasante Actionstein-Kombination hin. Nach den beiden Kaskaden und der Gauss-Kanone löst sie den ersten Vulkan aus. Alle blauen Kugeln rollen zum Releaser, der 3 Ebenen miteinander verbindet. Ab 2 Minuten und 22 Sekunden lässt sich super erkennen, wie das neue Pro-Element funktioniert. Eine noch detailliertere Sicht bekommt ihr in der Slow Motion ab 3 Minuten und 17 Sekunden. Folgt der ersten roten Kugel und achtet dabei mal genau auf die parallel laufende silberne. Sie gibt die rote Kugel aus dem Releaser wieder frei. Welche Rolle die Elevator in der Bahn spielen und noch mehr Highlights findet ihr im gesamten Videoclip. Wir bedanken uns herzlich an dieser Stelle für diese attraktive Bahn. Race Around the Helix heißt es im nächsten Clip von Fancy Marbles. Hier wurde eine Rennstrecke für 2 Kugeln gebaut. Welche wird wohl gewinnen, rot oder blau? Bei 11 Sekunden starten beide Kugeln zeitgleich über die beiden Powerstarter. Die Strecke führt die Kugeln über Flex-Tubes und Spiralen den Turm hinunter. Annähernd synchron durchlaufen sie die Helices bei 23 Sekunden. Der Flip bringt die blaue Kugel allerdings schneller zurück. Lässt sich dieser Vorsprung ausbauen? Wechseln wir die Perspektive und schauen auf 1 Minute und 15 Sekunden. Der Elevator bringt beide Kugeln hoch. Hier ergibt sich ein wirklich schönes Bild parallel laufender Kugelrivalen. Insgesamt wird die Bahn 3-mal bespielt und aus 3 unterschiedlichen Perspektiven gefilmt. Wer gewinnt das spannende Rennen um die Challenge von Blue Blizzard? Klickt euch unbedingt mal rein und lasst euch überraschen. Wir sagen herzlichen Dank für diesen besonderen Kugel-Nervenkitzel. Im nächsten Video von Gravitracks Mania erleben wir besondere Trickmomente, ordentlich Power und einen sehr coolen Einsatz der Ballbox. Aus der kommt auch die Startkugel, die sich ab 20 Sekunden erstmal über eine Trampolin-Kaskaden-Kombination einspringt. Bei 48 Sekunden bekommen wir den richtig tollen Ballbox-Moment geschenkt. Auf die Box wurde ein Trampolin gesetzt und senkrecht zur Gauss-Kanone platziert. Nach dem Auslösen fliegt die Kugel kraftvoll dagegen, wodurch sich einerseits die Box schließt, andererseits die Kugel wieder perfekt auf die Strecke zurückrollt. Lieben wir! Vom Hammer angetrieben löst die Kugel im Nachgang noch weitere Kugeln im Releaser aus. Ab 1 Minute und 8 Sekunden finden 2 neue Kugeln über dem Power Starter ins Spiel, das unglaublich trick- und abwechslungsreich weitergeht. Klickt euch rein! Eine klasse Bahn mit vielen Highlights und Inspirationen, für die wir uns ganz herzlich bedanken möchten. Eine coole Comeback-Bahn gibt es im Kanal von Spielzeug Königreich. Von Anfang an rollt die Kugel durch einen actionreichen Bahnabschnitt. Einen besonders schönen Trickmoment sehen wir ab 1 Minute und 7 Sekunden. Die Tip-Tube schickt 3 Kugeln an die Gauss-Kanone, die clever ausgelöst die letzte Kugel wieder zurück auf den Track spielt. Ab 1 Minute und 18 Sekunden lauern wir gespannt auf den coolen Streckenabschnitt, den wir am rechten Bildrand sehen. Diese besondere Slalom-Route wird ab 1 Minute und 36 Sekunden bespielt. Zuerst geht es über mehrere Gauss-Kanonen hoch, dann durch viele Kurven wieder runter. Der Hammer schlägt zur letzten Fahrt, bevor die Kugel ins Ziel rollt. Tolle Bahn, die von uns definitiv ein dickes Like bekommt. Den Abschluss unserer monatlichen Clipshow macht dieses Mal ein Unboxing des neuen Power Elements Lite. Gravitracks Player nimmt uns sowohl beim Auspacken als auch beim Aufbau der transparenten Lichtsäulen mit. Und nicht nur das, er zeigt im Anschluss auch, was damit möglich ist und hat eine coole Lightshow für uns parat. Die Trampolin-Tricks starten ab 2 Minuten und 40 Sekunden. Die Light-Elemente leuchten in den typischen Gravitracks-Farben Rot, Grün und Blau.
Auch die tollen Zwischenfarben sehen wir in vielen Einstellungen. Und schaut mal, wie schön die Lichtsäulen im Dunkeln leuchten. Ein Pack beinhaltet immer drei Leitelemente. Ob gerade hintereinander, einzeln oder als Trampolinkurve platziert, probiert aus, was euch Spaß macht. Vielen Dank an Quavitrex Player für das tolle Unboxing mit erhellenden Einblicken. Ihr seid auch aktive Quavitrexer? Dann schreibt den Link zu eurem Video gerne in die Kommentare und wir schauen sicher mal vorbei. Denn unsere Best of 5 Videoshow geht weiter, um euch immer wieder zu inspirieren und zu zeigen, was man alles mit Quavitrex machen kann. Wir sagen Danke und freuen uns schon auf den nächsten Monat mit vielen tollen Clips aus der Quavitrex Community.